Moin Moin und hallo zu 48.1. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin der Finn. Ich bin Benny. Und wir regeln heute den Chat. Ja, erstes Thema für heute ist die Grünflächenunterhaltung. Wer unterhält sich denn mit Grünflächen bitte? So ganz tut das niemand, aber wir können es uns ja einfach mal angucken. Jetzt hast du auch nichts zu den Musikern gesagt. Ja, das ist richtig. Immer Ende Mai, Anfang Juni kommen die unterschiedlichsten Musiker auf die Promenade zur Grünflächenunterhaltung. Die Veranstaltung ist einzigartig. Eine besondere Veranstaltung mit besonderem Ursprung. Nach dem schweren Sturm, der genau vor 10 Jahren hier tobte über der Promenade, hatte ich die Idee, der Natur wieder auf die Beine zu helfen. Und wie kann man das als Einzelner machen? Nur durch Musik. Und dann habe ich einige Musiker gefragt, ich bin selber keiner, ob die da Lust hätten an diesem Experiment. Und dann habe ich die Stadt Münster überzeugt, beim Grünflächenamt habe ich immer wieder angeklopft. Und die haben begriffen, da liegt ein großes Potenzial in der Idee. Das Event dient zur Unterhaltung der Pflanzen und ist ökologisch und nicht gewinnorientiert. Auf Strom soll, soweit es geht, verzichtet werden. Die Umgebung bietet ein spezielles Ambiente. Die Künstler machen das deshalb, weil sie es geil finden, hier zu sein. Wirklich, es ist einfach so bewegend und so ungewöhnlich, mitten in der Natur mit so vielen anderen Leuten und zu spielen und vor allen Dingen wahrgenommen zu werden, vor so vielen Leuten zu spielen. Solche Möglichkeiten haben ganz wenige. Für die Musiker ist die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren. Damit man sich nicht in die Quere kommt, hat jeder seinen festgelegten Platz und Spielzeit. Der frühe Vogel fängt den Wurm, denn erwünscht ist hier jedermann. Wenn jemand den Mut hat und die Liebe zur Natur gleichzeitig und aus Spaß das machen will, dann ist er, freue ich mich und dann darf er mitmachen. Ganz einfach. Ja? Ey, sag mal, Benni, hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich mich vor ein paar Wochen mit den gigantischen Igeln unterhalten habe? Ja, das hast du wieder eingeschmissen. War nur ein Joke. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit der Band Giant Hedgehog hingesetzt und ein Interview zum EP-Release von ihnen geführt. Schaut's euch an. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Giant Hedgehog im Proberaum unterm Amp. Und ja, guten Tag, Jungs. Guten Tag. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, wer was spielt und wie ihr heißt. Ich bin Thomas, ich spiele Saxophon und Blockflöte. Ich bin Niklas und ich spiele E-Gitarre. Ich heiße Patrick und ich spiele Bass. Wie seid ihr auf den Namen Giant Hedgehog gekommen? Ich kann da keine konkrete Antwort leider geben. Das ist ein Mysterium, was irgendwie in der Bandgeschichte liegt. Der Name muss so 2009 oder so entstanden sein, aber frag mich nicht, wieso oder warum. Wir haben uns dann irgendwie drauf geeinigt, dass wir den übernehmen und dann war das halt jetzt so der Name. Aber ich bin auch ganz zufrieden damit. Ich finde den Namen eigentlich ganz cool. Eure neue EP ist draußen. Die EP ist ein Track quasi. Warum ein Track? Warum 25 Minuten? Und trotzdem viel Abwechslung drin. So. Ja, das hat mit Hörgewohnheiten zu tun. Also es ist eine super unbefriedigende Antwort, aber ich komme irgendwie so aus diesem Prog-Rock-Bereich und da ist das sozusagen recht weit verbreitet auch, dass Stücke sehr lang sind. Es gibt auch Stücke, die irgendwie eine Stunde lang sind. Und das Ganze ist halt irgendwie so an, ja, von der Struktur her mehr so an Klassik angelehnt. Also man hat mehr so Motive, die immer wieder auftauchen, wieder aufgegriffen werden, variiert werden. Genau, also man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn jetzt in den 25 Minuten irgendwie fast nichts passiert und das nur so 3 Parts werden oder so, sondern da passiert die ganze Zeit tatsächlich was. Ja. Okay, ihr macht Progressive Rock, habt ihr gerade schon gesagt, ohne Gesang. Das ist ja relativ außergewöhnlich. Habt ihr einfach nie den richtigen Sänger gefunden oder wolltet ihr nie einen haben? Also, wir hatten mal eine Phase in der Band, wo wir für ein paar Wochen versucht haben, einen Growler zu installieren. Das war aber nicht so erfolgreich und warum haben wir keinen Gesang? Die Sache ist, glaube ich, bei unserer Musik, dass wir
ja nicht einen ausschließlichen Sänger dann haben wollen würden, sondern dass es dann auch gut wäre, wenn er irgendwie noch weitere Instrumente spielt, weil der Gesang jetzt in unserer Musik sicherlich nicht so eine exponierte Stellung einnehmen würde, wie das jetzt in anderen Musiksparten ist, schätze ich mal. Oder man würde ihn halt mehr so wie so ein Instrument einsetzen und weniger so für Lyrics. Und da hat sich irgendwie nichts gefunden und es hat sich jetzt nach all der Zeit irgendwie so eingependelt, dass wir jetzt hier die 4 Leute sind und es klappt auch sehr gut. Und ich denke, da wollen wir jetzt auch erstmal nicht dran rütteln. So. Also ihr macht Progressive Rock ohne Gesang, mit vielen Instrumenten, klassische Besetzung quasi, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Aber Thomas, du spielst Saxophon und Blockflöte, richtig? Das ist ja eigentlich auch recht ungewöhnlich, ne? Eine Rockband mit einer Blockflöte, das kennt man nur von Tenacious D eigentlich. Wie ist das zustande gekommen, dass man Rock mit der Blockflöte kombiniert? Ja, gute Frage. Also es ist ja eher so ein Gimmick. Ich spiele dann nun schon recht lange Blockflöte, seit der ersten Klasse, wie die meisten Blockflöten-Kids halt. Und dann habe ich einfach mal alles, was ich so hatte, zur ersten Probe mitgenommen und dann ergab es sich, glaube ich, so. Also, ja. Alles klar, dann sind wir gleich bestimmt gespannt auf eine Kostprobe, würde ich sagen. Habt ihr euer Spektrum an Instrumenten auf weiter Flur noch so zu verbreitern? Also eigentlich nicht. Kurze, knappe Antwort, eigentlich nicht. Eure EP ist jetzt, oder wird jetzt rauskommen, am 20.05. ist die Release Party. Was kommt danach noch für Konzerte oder was steht noch an bei euch jetzt? Also ganz wichtig halt, unser Release-Konzert am 20. Mai. Das ist das erste Mal das Highlight, was wir jetzt haben demnächst. Genau, und dann, wir spielen auch tatsächlich bei Tank mit Frank, haben wir einen Act an dem Freitag, meine ich, genau. Da sind wir auch dann zugange und ansonsten haben wir erstmal nichts weiter geplant, aber da kommt sicherlich noch was dieses Jahr. Da gehe ich aber schwer von aus, ja. Alles klar, dann war es das schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Interview und euch viel Erfolg. So, wir sind fertig mit Münster TV. Das Interview war sehr erfolgreich. Tschüss und eine schöne Woche. Hey Leute, es gibt gute Nachrichten für euch. Wir haben eine neue Rubrik am Laufen, die heißt Acoustic Session. Den Anfang macht für euch Lia. Nice. Ich bin Lia, das ist die erste Münsteraner Hafen-Session und dieser Song heißt Break Another Heart und der handelt vom Herzenbrechen. And you look at me and you smile and you're so damn pretty. And you've been doing that for a while and now you take my hand. And your fingertips, they talk to mine in the language of affection. And the dim light in your eyes so bright, I'm afraid of this perfection. And I pray to God that you don't fall in love. Cause I don't want to break another heart. Cause I don't want to break another heart. And I must admit that I took any chance to get close to you. And my heart in advance starts beating faster. And your fingertips, they talk to mine in the language of affection. And the dim light in your eyes so bright, I'm afraid of this perfection. And I pray to God that you don't fall in love. Please don't, cause I don't want to break another heart. And I pray to God that you don't fall in love. Please don't, cause I don't want to break another heart.
your fingertips still talk to mine in the language of affection. And the dim light in your eyes so bright, I'm afraid of this perfection. Dieser Song heißt Self-Made Calamity. Two steps below, two steps back. I'll be running in circles until the end. I'm feeling confused by the touch of your hand. Is it that disturbing or just in my head? Lost in possession, we're free to feel. So why you gone? No, are you finally here? Because I want you, but I can't have you. I didn't say yes right away. Self-made calamity, self-made calamity. And I want you, but I can't have you. I didn't say yes right away. Self-made calamity, self-made calamity, ay, ay, ay. The words you said, they keep ringing in my mind. They make me stay up until the morning light. Don't expect me to say something too, cause I'm just afraid to completely lose you. Because I want you, but I can't have you. I didn't say yes right away. Self-made calamity, self-made calamity. And I want you, but I can't have you. I didn't say yes right away. Self-made calamity, self-made calamity. And I'm knocking on someone else's door, sucking out someone else's heart. And always craving more, but never know what I'm looking for. Because I want you, but I can't have you. I didn't say yes right away. Self-made calamity, self-made calamity. And I want you, 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 but I can't have you. Well, I guess that's self-made calamity, self-made calamity, ay, ay. Ja, Finn, wir moderieren ja ein Musikmagazin hier gerade. Was hörst du eigentlich für Musik? Erzähl mal. Ja, wo du jetzt gerade so fragst, das wäre auch schon die Überleitung für den nächsten Matt, nämlich die Lieblingsplatte. Ich habe letzte Woche meine Lieblingsplatte vorgestellt. Sie kommt vom Produzenten Nougat, der auch schon mit Münsteraner-Musikern wie Fifi und Prey zusammengearbeitet hat. Schaut es euch einfach an. Hi, ich bin Roos von Hip-Hop.de und das ist eine neue Folge von Was los? Hi, ich bin Finn von Münster Medien. Ich bin der neue Praktikant in den Redaktionen Promenade und 48.1 und ich stelle euch heute meine Lieblingsplatte 18 von Nougat vor. Hauptsächlich höre ich deutschen Hip-Hop, Rock, ja und alles verschiedene, bunt gemischt. Das ist das Album 18 von meinem guten Freund Nougat und es ist ein reines Hip-Hop-Instrumentalalbum. Die EP 18 handelt von einer Geschichte, wo ein Mädchen den Produzenten verarscht. Die EP handelt von der ersten Begegnung bis zum letzten Streit sozusagen und das ist die Platte. Der Track Never Forget handelt über die erste Begegnung mit dem Mädchen. Der Song Fuck Mary ist dann sozusagen die Rächung an dem Mädchen vom Produzenten. Die EP 18 von Nougat kann ich sehr weiterempfehlen. Sie hat 6 durchgehend coole Tracks. Eine coole Story ist dahinter und die Tracks gehen einfach alle super nach vorne. Wenn ihr Hip-Hop mögt, wenn ihr deutschen Rap mögt, so Nougat macht auch viel mit Münsteraner, Rappern, Fifi und Prey. Hört's euch an, das lohnt sich, unterstützt ihn und ja,
gute Musik. Schlusslicht der heutigen Sendung ist ein Beitrag über das DWNS mit unserem Reporter Flo. Ja. Hey, hey, ich stehe hier mal wieder vorm Gleis 22. Heute präsentiert das Münster Bandnetz die 15. Ausgabe von Die wollen nur spielen. Heute dabei The C&Es und Koi. So, ich sitze jetzt mit Koi. Wer seid ihr denn eigentlich genau? Ich bin Simon. Hi, ich bin Alina. Warum der Name Koi? Die Standardfrage mit dem Bandnamen. Wir finden den Namen geil, weil der ist kurz. Der hat eine Assoziation, die wir mögen. So, weiß nicht, hat was mit Wasser, ist was... Vielleicht ein bisschen was Orientalisches oder so. Uns gefällt er einfach. Es gibt keine tiefergehende Bedeutung. Seit wann gibt's euch denn? Uns gibt's jetzt seit 2 Jahren. In der Konstellation, wir haben vorher auch schon zusammen Musik gemacht und jetzt seit 2 Jahren mit Koi. Ja. Wie heißt denn eure nächste Platte? Die nächste Platte wird wahrscheinlich All We Have Is Gold heißen. Der Name ist entstanden, lustigerweise, wir waren auf einer USA-Reise auf der Fähre zwischen Kanada und Amerika und ich meinte so, ach, wir können es doch einfach All We Have Is Gold nennen, weil eigentlich hat man so viel Gutes im Leben, also so viel Gold im Leben, was man nicht so wahrnimmt und da ist es irgendwie entstanden. Ja, ich sitze jetzt mit der Sängerin von The C&Es. Ihr wart ja letztes Jahr schon mal da. Wie fandet ihr es jetzt im Vergleich zu letztem Jahr? Also für uns war es auf jeden Fall was komplett anderes, weil wir vor einem Jahr noch keinen Schlagzeuger hatten und also mit Drumcomputer gespielt haben. Und ja, deshalb total anderer Flair und wir haben auch einen anderen Gitarristen, der da gerade läuft. Hallo Valentin. Und ja, also auch anderer Stil, anderer Sound und deshalb auch irgendwie, ja, echt ganz anders. Aber im Gleis ist immer super, super schön. Also vielen Dank, auch super leckeres Essen. Also ja, das ist genauso schön gewesen. Sonst alles anders. Wann wird man euch denn das nächste Mal sehen hier in der Umgebung?
Wir spielen beim Auf Weiter Flur Festival am 5. August, also an dem Freitag, irgendwann nachmittags. Und da ist dann genau so das nächste große Münster-Ding für uns. Dann sind wir mal gespannt und vielen Dank für das Interview. So, das war's auch schon wieder mit Ausgabe 15 von Die Wollen nur spielen. Die nächste Ausgabe gibt's erst am 16.09. wieder. Das ist die Jubiläumsausgabe. Da feiert das Münster Bandnetz 15 Jahre Bestand. Hinter mir wird noch abgebaut. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und bis dahin macht's gut. Das war schon wieder mit der Sendung 48.1. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Peace. I'm